Hallo zusammen, heute möchte ich euch ein kleines Spiel vorstellen, also nur eine kurze Spielevorstellung machen. Und zwar heißt das Spiel Evolent. Ja, einige von euch haben vielleicht mal die Sequest LP verfolgt. Evolent, könnte man sagen, geht auch in eine ähnliche Richtung. Und zwar soll es sozusagen die Evolution von JRPGs mal nachbilden. Aber ich zeige euch am besten alles. Also beginnen wir ein neues Spiel. Ja, wie man sehen kann, fängt alles ziemlich pixelig und in einer grün-weißen Grafik an, wie man es von alten Gameboy-Teilen kennt. Erinnert einen ein bisschen an Legend of Zelda. Und ja, im Augenblick können wir nur nach rechts gehen zu dieser Truhe. So, jetzt können wir nach links gehen zur anderen Truhe. Und jetzt haben wir das ganze Feld freigeschaltet, also die 2D-Bewegung, wie es da unten steht. Und so schalten wir halt mit von Truhe zu Truhe mehr und mehr Sachen frei, die sich im Laufe der Zeit in den JRPGs entwickelt haben. Also jetzt erinnert das Ganze noch ziemlich stark an die ganz alten Zelda-Teile, vor allem an Link's Awakening für den Game Boy. Aber nachher kommt dann Farbe dazu und sogar 3D-Grafik und alles. Und der Teil hier ist hier auch ziemlich stark an Legends of Zelda angelehnt. Also, ja, werden wir nachher alles sehen. Jetzt kriegen wir erstmal Soundeffekte, weil ohne Sound ist es ja nicht lustig. Dann kriegen wir einen glatten Bildlauf noch dazu. Und als nächstes ein Schwert. Genau. So, jetzt können wir die bösen Büsche zerhäckseln. Und kommen auch an die anderen Truhen ran. Ja, es erinnert schon jetzt am Anfang ziemlich stark an Zelda. Nachher kommt auch noch ein Final Fantasy mäßiger Teil, beziehungsweise die wechseln sich immer mal wieder ab. Mal ist es so Zelda mäßig, mal gibt es so Active Time Battles, wie man es aus vielen Final Fantasy Teilen kennt. Und ja, das Spiel entwickelt sich mit jeder Truhe etwas weiter, beziehungsweise in manchen Truhen, wie jetzt in den beiden gerade waren, Sterne als Secret Items sozusagen, als Sammel-Items und Karten für so ein Mini-Spiel drin. Ja. Und so entwickelt sich halt das Spiel weiter. Jetzt haben wir zum Beispiel hier drüben sogar noch Gegner bekommen. Wir haben aber halt noch keine Herzcontainer, also wie man sie aus Zelda kennt, deswegen sollten wir uns nicht von ihm berühren lassen, weil das ist dann instant tot. Und ja, wir haben Musik freigeschalten. Und jetzt noch den Speicherpunkt. Ja, wie man wirklich sehen kann, es entwickelt sich alles nach und nach erst. Was kriegen wir hier? Noch einen Stern und hier dahinter müsste auch noch eine Karte sein, genau. Also ja, wie gesagt, die Sterne sind einfach so als Zusatz so für 100% Runs und die Karten sind für ein Minispiel, was ich noch nicht kenne. Und jetzt kriegt das Ganze auch noch Farbe, 16-Bit-Farben. Ja, sie haben wirklich daran gedacht, die Entwicklung ganz langsam laufen zu lassen und wirklich zu zeigen, was so alles passiert ist in der Evolution der JRPGs. Also jetzt haben wir nur 16-Bit-Farbe, nachher kriegen wir dann noch 256-Bit und alle anderen möglichen Sachen werden freigeschaltet. Ja, ich werde jetzt die Spielevorstellung so machen, ich spiele 5 Minuten diesen Teil hier. Oh, hier kommt die Story. Also mal ganz kurz. Nach jahrhundertelangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbliebenen Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um den Notleidenden zu helfen, das Böse zu bekämpfen. Dank des jahrhundertelangen Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht so aus, als würde sich bald ändern. Ja, die Story etwas schnell und kurz erzählt. Aber wie ich gerade sagen wollte, ich werde immer so 5 Minuten aufnehmen, also 3x5 Minuten und immer nach den 5 Minuten einen kurzen Sprung machen zu einem anderen Teil, dass man mal ein bisschen sieht, wie das nachher aussieht. Also jetzt habe ich die 256 Farben freigeschaltet, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen angenehmer aus. Aber gut, jetzt mache ich hier mal kurz eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann im Final Fantasy Teil sind. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und jetzt haben wir die Zug haben wir sind wir auf der World Map und können hier die den rundenbasierten Kampf freischalten. Also den Active Time Time Combat. Wie man sieht, erinnert schon ein bisschen an alte Final Fantasy Teile, gerade die 2D Teile oder an Vampire's Dawn, wer es kennt. Und ja, es gibt auch wirklich Anspielungen auf Gegner, zum Beispiel aus Dragon Quest, die Slimes. Und wir sammeln Glees in diesem Spiel. Ja, die sind ein bisschen angelehnt an die Guilds aus Final Fantasy. Und ja, so entwickelt sich das Spiel immer ein Stückchen weiter. Und wir haben den Mode 7 freigeschalten. Was ja auch aus so manchen Final Fantasy Teilen bekannt sein dürfte. Nicht mehr so die sture Draufsicht direkt von oben, sondern so leicht schräg. So, und da sind wir schon wieder in einem Gebiet, in dem wir Zelda-mäßig sind, also das Final Fantasy, der Final Fantasy Timecard eben war ein bisschen kurz geraten. Also kann ich euch mal das erste Dorf zeigen, das wir hier nämlich gleich freischalten können, sobald wir diese Ritter hier besiegt haben. Aber vorher gucken wir uns noch mal um, weil hier stehen, glaube ich, ein paar Truhen rum, die verschwinden, wenn wir das Dorf ja, hier, genau. Eine Karte Schleim haben wir freigeschalten. So, und wir haben eine Truhe freigeschalten. Ah, die steht da drüben. Und sind im ersten Dorf angekommen. NPCs müssen wir natürlich auch erst freischalten, die, glaube ich, nicht mit uns reden wollen, weil wir noch ein Kind sind. Da müssen wir erst erwachsen werden. Ja. Genau. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Es ist mitten am Tag. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas-Geist und frisst euch auf. Ja. Genau. Und hier können wir jetzt damit Häuser betreten. Sie sprechen sogar etwas an, was in vielen Spielen eigentlich nicht so angesprochen wird. Wir dringen einfach so die Privatsphäre anderer Leute ein. Obwohl, das hier ist das Gasthaus. Hier dringen wir eigentlich in keine Privatsphäre ein. Ja, das Spiel speichern. Haben wir jetzt gerastet, wie man es ja aus so manchem JRPG kennt. Zum Beispiel auch aus Secret of Mana. Wenn man rastet, dann regeneriert sich das Mana und die Lebenspunkte und man kann das Spiel halt speichern. Und jetzt werden wir mal kurz erwachsen, dazu müssen wir in den Brunnen runter. Ja, den Brunnen betreten. Und diese Nuss einsammeln. Und schon sind wir größer geworden und auch der Bildausschnitt ist etwas größer. Und wir können uns hier noch weiter umsehen. Hier gibt es, glaube ich, noch eine Truhe, genau. Was ist hier drin? Eine Wurmkarte. Ja. Dann würde ich sagen, dann melde ich mich wieder, sobald wir den 3D-Modus gefunden haben, dass ich den euch auch nochmal kurz zeige. Jetzt können wir aber wenigstens... können wir? Nein, können wir nicht. Okay, wir brauchen erst Ausrüstung. Dazu müssen wir zum Waffenhändler. Der ist, glaube ich, hier. Nein, das hier ist nur ein Wohnhaus. Aber gut. Wie ich gerade sagte, ich mache jetzt hier kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder in derselben Folge, wenn ich den 3D-Modus freigeschaltet habe. Bis gleich.
So, nach dem kurzen Sprung bin ich wieder da. Und zwar sind wir jetzt in einem Zelda-like Dungeon direkt vor der Endboss-Tür, dass ich euch den mal zeigen kann. Und dann geht es gleich weiter zur wieder im Final Fantasy-Modus zum zum 3D Final Fantasy Modus, dass ich euch den auch noch kurz vorstellen kann, um euch ein kleines Bild zu machen. Ja, ja. Mittlerweile haben wir auch ein Gruppenmitglied bekommen und auch einen eigenen Namen, den ich euch nachher zeigen werde. Oder da steht er auch. Wir heißen Klink. Ja, das ist eine Anspielung aus Clive aus Final Fantasy und Link aus Zelda eben. Und hier kämpfen wir jetzt gegen Schattenklink, der uns mit Feuerbällen bewirft. Und den wir irgendwie nicht auf normale Weise treffen können. Sondern erst gegen die Wand ditschen lassen müssen. War, damit wir ihn bekämpfen können. Genau so. Insgesamt 6 Mal müssen wir ihn so treffen. Komm. Nein, nicht Feuerbälle. Auch nicht Fledermäuse. Genau. Und wie man schon sieht, hat sich schon einiges am Spiel verändert. Ja, es ist wirklich immer noch dasselbe Spiel. Aber wie man sehen kann, haben wir jetzt bereits so eine Art 3D-Grafik und auch Anti-Aliasing und sowas gekriegt und sogar 16-Bit-Musik. Ja, man merkt wirklich, dass sich das Spiel nach und nach entwickelt. So, da haben wir auch schon den unseren Schatten-Doppelgänger besiegt. Und können weiter voranschreiten. Hier noch eine Truhe, mal sehen, was da drin ist. Ah, das legendäre Schwert. Genau, das kennt man ja auch aus Zelda, das Master Schwert, obwohl das hier ein bisschen komisch aussieht. Ja, frische Luft draußen. Ich überspringe mal die Dialoge, die sind eher was für ein Let's Play als für eine Spielvorstellung. Ja, und jetzt haben wir auch schon die 3D-Kämpfe eingeschaltet. Und sind wieder im Final Fantasy Teil. Wie man sehen kann, kämpft Caris jetzt auch mit uns mit. Wir kämpfen gegen Riesenfliegen und komische Goomba-Verschnitte. Caris kann uns heilen und wir können einfach draufhauen. Genauso. Sie kann natürlich auch draufhauen. Jupp. Und wir haben sogar für den Final Fantasy Teil mittlerweile das Erfahrungspunkte, das Leveling freigeschalten. Also ja, es ist schon ein gewaltiger Sprung von vorhin, also vom Anfang war alles noch so grün-weiß war wie die alte Gameboy-Grafik. Wenn man sich jetzt so ansieht, in Farbe, in 3D, sogar so eine Art HD haben wir und sogar Anti-Aliasing. Merkt man schon, wie welche Sprünge. Also auf gut, also wir haben hier jetzt insgesamt so die 10 Jahre Spielentwicklung durchgemacht. Ja, zum Spiel noch selber. Das Spiel gibt es für $9,99 auf Good Old Games zu kaufen. Ich stelle noch in die Videobeschreibung die den Link zur Homepage des Spiels rein, falls ihr es euch auch mal antun möchtet. Und ja, vielleicht werde ich auch irgendwann ein Let's Play mal davon machen. Jetzt im Augenblick nicht, weil wenn ihr ein Let's Play dazu sehen wollt, dann guckt doch in den YouTube-Channel vom Scholly Hock rein. Der tut es gerade Let's Play und durch ihn bin ich selber auch auf das Spiel gekommen. Ja, und ich möchte mir erst selber sein Let's Play ansehen, bevor ich das Spiel überhaupt selber weiterspiele. Weil, ja, ich weiß, ich mache hier Werbung für einen anderen Let's Player. In einer Spielevorstellung, die auch so eine Art Werbung ist. Aber gut,
Ja, so viel zum Spiel. Wie gesagt, falls es euch gefällt, ich stelle die Homepage in den Link und wir sehen uns dann bei meinen anderen Projekten. Bis dann.